Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Mein Schiff geht wieder. Und wie es aussieht. Meldung. Die Einheimischen haben Seilfallen gestellt. Die haben geplant, dass wir ihn. Wie es aussieht, hat das Spiel diese Action-Teile hier nicht gespeichert. Aus irgendeinem Grund. Deswegen müssen wir sie nochmal machen. Aber das kriegen wir hin, glaube ich. Klemm dich ans Funkgerät, versuch die Anlage reinzukriegen. Beim letzten Signal wurden sie angegriffen, dann kam nichts mehr. Das war kurz nachdem uns die Einheimischen bei den Ruinen erwischt haben. Dann kam ihr Rückzug von der Anlage. Das war eine organisierte Putte. Sie wollen uns aufteilen. Die Spionage-Crew hat das versaut. Das sind keine Bauern. Ja, das ist Guerilla-Taktik. Die wussten, dass sie das Funksystem angreifen müssen, sobald wir hier waren. Shit. Wir brauchen ein Aufstandsbekämpfungsprotokoll. Da springt der Zeitplan. Mann. Das Team wird nicht begeistert sein. Ist aber besser, als sich im Dunkeln abholen zu lassen. Den will ich noch besiegen. Alle Teams brauchen Offenhalten. Die Einheimischen haben im Wald. Okay. Wo hab ich den gerade hingeschossen, Alter? Okay. Das war's, ne? Ich glaube, das war's. Das war's. Aber wir haben das doch aufgesammelt schon, okay, wie es aussieht. Wo muss ich jetzt hin? Ach, da hoch, okay. Stimmt, wir müssen ja noch den Bär machen, ne? Stimmt. Ich hoffe, ich habe noch Dings. Giftpfeile. Verdammt, er ist noch da. Wenn ich jetzt wüsste, wo? Besiege den Bären, ja. Habe ich vor. Wenn ich wüsste, wo der ist. Hä? Was? Wo ist der? Da drin? Zu eng zum Kämpfen. Ich locke ihn raus. Oh Gott! Sag mir jetzt bloß, ich habe keine Giftpfeile mehr. Ich habe keine Giftpfeile mehr! Lauf! Lauf! Wieso habe ich denn keine Giftpfeile mehr? Okay, wir brauchen neue Giftpfeile, alles klar. Das hätte ich gern früher gewusst. Oh, Mann. Ah, ich versuche die gar nicht erst zu bekommen. Giftpfeile, Alter. Wieso hatte ich denn keine Giftpfeile mehr? Finde ich nicht cool. Finde ich wirklich nicht cool. So. Wir haben neuen Fähigkeitenpunkt, cool. Oh ja. Pfeile bekommen wir, wenn wir Gegner plündern, die wir mit Pfeilen getötet haben, ist ganz cool. Ist auf jeden Fall praktisch.
Ich kann nur zwei machen. Wo kann ich denn nur zwei machen? Ist ja ätzend. Was bringt mir das jetzt hier zu sein? Kann ich darüber springen? Ja, kann ich. Soll ich jetzt da raufspringen oder was? Darüber oder nicht? Ja. Balanceakt, Alter. Jetzt da rauf oder? Aber hier wäre ich ja so oder so. Hier war ich doch so oder so schon, oder? Oder? Nee, war ich da schon? War ich da schon? Oder war ich da nicht? Glaube ich. Mit Pfeilen lassen sich Feinde ablenken, ich weiß. Ich würde jetzt aber gern... Ach, egal, ich gehe jetzt runter. Nice, abrollen ist immer gut. Okay. Jetzt nochmal den Bären machen. Meine Güte, ey. Okay, jetzt kriegen wir es aber auch hin, oder? Jetzt, ich bin zuversichtlich. Ich bin sehr zuversichtlich. Ich hab nicht getroffen. Ich bin dumm, weil Lara einfach aufgehört hat zu schießen. Gib mir Zeit. Da kann ich nichts machen. Keine Chance. Soll ich da einen Nahkampf rein? Ich hab keine Ahnung. Ach du Mann, nie. Auch keine Pilze mehr oder so, ne? Ne, wir sind voll, okay. Ach Mann. Ich weiß nicht, ob ich da einen Nahkampf rein muss. Einfach durchhüpfen. So, jetzt aber. Nice. Gut. Hier hin und... Ich hoffe, wir backen den Bären, Alter. Kacke. Kacke. So. Pilze mitnehmen. Wieso kam der jetzt? Ich habe keinen Giftball geschossen. Lara! Okay. Geschenkpack. Okay. Okay. Wieso ist der jetzt so schnell gestorben? Eben ist er auch nicht so schnell gestorben. Da habe ich locker mehr Pfeile raufgehauen. WTF. Plündern wir auch noch schnell. Das heben wir auf.
Der flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden. Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet. Der Trinity-Orden war deutlich. Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen und die Ketzerei auslöschen. Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben, aber er entkommt mir. Er durchquert das Land der Chasaren und den Kaukasus. Hier bin ich im Nachteil. Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches, aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren. Der Prophet, so scheint es, spricht jede Sprache wie seine Muttersprache. Okay. Interesting. Ja. Sie haben halbautomatische Pistole. 200 Waffenteile und Upgrades zu finden. Sammeln Sie Teile her. Nice. Das ist sehr nice. Ein paar Federn bekommen. Und wo müssen wir jetzt hin? Jetzt ehrlich, unten kamen wir nicht weiter. Hier noch irgendwo lang? Hier noch irgendwo lang. Hier. Nee. Ich nehme die Pfeile mit, ja. Er ist doch da rein. Okay. Lol. Okay, cool. Doch hier rein. Aber da war doch gar nichts mehr, oder? Ah. Ups. Ja. Nice. Gut, okay. Sehr schön. Hab ich gar nicht gesehen. WTF. Irgendwo irgendwas Cooles auf dem Boden oder so? Ausgefeilte Pläne. Nach Spuren der verlorenen Stadt suchen. Ja, okay. Da kann ich mich ranhängen, oder? Nein! Nein, kann ich nicht. Verdammt! Aber hier. Ja! Sehr gut. Eine Karte. Ein Teil. Er hat das Land der Russ durchquert. Ich habe das Gefühl, dass er mich verhöhnt. Wartet, ja, bis ich einen müde Tagesritt entfernt bin und dann weiterzieht. Ich werde nicht wie erhofft vor dem Winter heimkehren. Ich habe bei einem kleinen Dorf an einem See namens Svetlojar Halt gemacht. Der Prophet hat hier gesprochen und man will mir keine Unterkunft geben. Ich habe am Ufer übernachtet. Und ein junger Mann, der eine seltsame Version des Symbols des Propheten trug, versuchte mich zu töten. Ich habe an ihm ein Exempel statuiert. Und jetzt starren die Leute mich böse an und bespucken mich. Ich muss bald weiter. Sein Virus verbreitet sich. Oh, es tut mir so leid, dass ich hier die ganze Zeit rumgähne. Ich bin müde, ey. Aber ich bin immer müde, das ist mein Problem. In solchen Zeiten, um solche Uhrzeiten, stärker als sonst. Und da kann ich halt nichts gegen machen, ne? Ist halt ein bisschen doof, aber was soll's. Ich muss halt noch die Folgen aufnehmen. Wenn ich selber zu dumm bin, um die tagsüber aufzunehmen, dann ist das meine eigene Schuld. Scheiße, das wird echt kalt. Ja, wir brauchen gleich wieder ein Feuer, würde ich mal meinen. Ha. Drüben ist noch was. Das will ich mir holen. Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft zu sein. Das war ein Pfeifpfeil. Mongolische Schützen feuerten sie auf ihre Feinde ab, um sie zu ängstigen und zu verwirren. Cool. Das ist interessant. Lag. Rechte Maus ist, um zu tauchen. Ach lol.
Ja, loslassen, um Luft zu holen. Gehen erstmal hier lang. Ja, hier sieht's gut aus. Bisschen Loot bekommen, okay. Eine Peisse diente als eine Art Ausweis. Wer sie besaß, konnte im Namen des Mongolischen Reichs sprechen. Hier steht, bei der Macht des ewigen Himmels ergeht dieser Befehl des Reichs. Wer keinen Respekt zollt, macht sich eines Vergehens schuldig. Okay. Okay. Umschalt, schneller schwimmen, ja. Umschalt gedrückt halten. Auch unter Wasser? Ja, auch unter Wasser. Cool, okay. Kiste. Bisschen Loot, hier ist wieder ein Lagerfeuer, das ist sehr gut. Dann beende ich auch hier gleich den Part. Nachdem ich hier nochmal alles erkundet habe. Hier drin ist nichts mehr. Hier auch nicht. Da oben geht's weiter, okay. Ja gut, dann setzen wir uns jetzt hin. Haben wir noch einen neuen Fähigkeitenpunkt? Nein, leider nicht. Aber wir haben für die Waffen etwas. Ein verfügbares Upgrade. Das ist Hau, ne? Ressourcenliste, Fell, ja. Bärenfell, 1 von 10. Kann ich denn irgendein Upgrade mit dem Bärenfell machen? Ne, hierfür brauche ich Wildschweinfell, okay. Wir machen das Upgrade mal. Ich weiß nicht, wie viel das bringt. Ein paar Pfeile und nochmal ein Giftpfeil herstellen. Jägerköcher, mittelgroßer, robuster Lederköcher. Ah. Okay. Was ist das? Stoff. War das exotisches Fell? Ja, und einmal exotisches Fell. Woher können wir das denn bekommen? Okay, hier können wir Abenteuerköcher. Noch mehr Pfeile. Und Handwerksmeister brauchen wir die Fähigkeit, okay. Was können wir dann alles so machen? Was ist das? Tasche. Kompakter Fellbeutel. Mein Arm juckt. Speicherkapazität davon erhöht, okay. Okay. Für was für eine Waffe? An der Waffe, allgemein einfach nur. An der Waffe, okay. Gewehrmunitionsbeutel, okay. Was haben wir hier? Pistolenmunition, was ist... Schaftpatronenhalter, okay. Interessant. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Dann auch wieder nicht müde. Hoffentlich. Haut da rein. Na.